Die besten Clans und die besten Spieler protestieren aktuell gegen Supercell und ich erkläre dir in diesem Video, warum das Ganze. Wenn wir uns hier in der Clanstadt, aber auch in der Bilderbase angucken, dann sehen wir hier fast überall den gleichen Text: Supercell, please fix the game. In der Clanstadt wird vor allem darum gesprochen, dass wirklich das Matchmaking angepasst wird. Außerdem ist die Graveyard-Meta absolut overpowered. Zusätzlich müssen sie etwas machen, bevor die Sommerpause anfängt. Und das wird auf jeden Fall die Ladder beeinträchtigen. Denn auch schon drei Teams, die vorher in den Top 10 waren, sind bereits aus Protest aus der Legende raus, damit Supercell endlich etwas dagegen macht. Aber was ist denn jetzt genau das Problem der Clans und der Spieler im Nachtdorf? Guckt euch das Ganze an. Im globalen Ranking die Top-Clans 1, 2, 3, 4, 5 steht alles fix your game. Und alle Clans haben dort wieder den gleichen Text drinne. Auch dort wird sich drüber beschwert: Hey Supercell, das Matchmaking funktioniert gar nicht. Wir sind sauer, dass wir die ganze Zeit ignoriert werden. Und ich glaube, im Nachtdorf hat Ash Jer schon ein echt gutes Video dazu gemacht. Ich werde es auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung verlinken. Allerdings kann ich das einmal ganz kurz zusammenfassen. Und zwar ist es so, dass die Top-Spieler wirklich extrem lange warten müssen, um überhaupt Matches zu finden. Aber das, was wirklich richtig, richtig schlimm ist, und hier sehen wir das auch nochmal, Fix Your Game Supercell, Platz 1, 2, 3, 4, selbst der Gaming Guide, der Nummer 1 Spieler der Welt in Deutschland, eigentlich hier alle in den Top 20 sind hier wirklich bei Fix Your Game. Und ja, das ist auf jeden Fall schon echt krass. Und da muss Supercell vor der Sommerpause unbedingt noch was machen. Denn Psychopath, einer der Top-Spieler, wir sehen hier auch letzte Saison 23. ist aktuell auf 339 Pokalen. Und das nicht, weil er irgendwie versucht hat, bei der Trimax Free-to-Play-Challenge mit dabei zu sein und versucht, nach unten zu pushen. Nein, er bekommt einfach jeden Tag über 50 Verteidigungen und greift nicht ein einziges Mal an. Und das ist unglaublich, denn bei ihm gibt es den, ja, speziellen Bug, dass er einen Tag lang 50 Angriffe gemacht hat und dabei keine Verteidigung bekommen hat. Das Problem allerdings ist jetzt, dass er jeden Tag seitdem 50 Verteidigungen in der Defensive bekommt, obwohl er nicht einen einzigen Angriff macht. Das heißt, das System versucht das Ganze zu fixen, dass er am Anfang 50 Angriffe machen konnte ohne eine einzige Verteidigung, indem er ihm am nächsten Tag 50 Defs reindrückt. Allerdings, was das Matchmaking nicht richtig macht, ist, dass es ihm halt einfach jeden Tag das Ganze reindrückt. Und so ist er von über 9000 Trophäen runter auf 339 Pokale getroppt. Und das ist absolut insane. Und das kann natürlich überhaupt nicht sein. Außerdem ist es so, dass sowohl er als auch natürlich seine Freunde bei den Supercell-Supportern gemeldet hat. Dort gab es mehr oder weniger immer die gleiche Antwort: Hey, dankeschön fürs Warten, wir sind da gerade dabei, das zu bearbeiten. Und das war's. Und das ist nicht der einzige, dem das passiert. Hier, Mix Taha, auch, wir sehen hier Top 16 Season schon mit dabei. Auch er war über 10.000 Pokale und auch er bekommt konstant Defensive mehr rein, als er angreift und nichts dagegen machen kann, denn er bekommt nicht nur Devs von irgendwelchen Leuten, nein, er bekommt die Devs von den Top 10 global. Außerdem kann er mit, wenn er zum Beispiel Plus macht, dadurch, dass er so niedrig ist, maximal plus 3 oder 4 Pokale holen, selbst wenn er 6 Sterne holt auf die Top-Basen. Gleichzeitig bekommt er aber auch die ganze Zeit die Devs rein von den Top-Spielern und ist so von, ja, über 8000 Pokalen auf 24 Pokale runtergetroppt und absolut keine Chance hat mehr, da rauszukommen, weil er wird die ganze Zeit von den Top-Spielern angegriffen, muss die ganze Zeit Top-Spieler angreifen und hat dabei nur 24 Pokale. Außerdem haben wir einmal zum Beispiel hier von einem der Top-Spieler eine kleine Statistik. Wie oft wird er dann angegriffen und was holt er da für Ergebnisse und wie häufig er denn, ja, angegriffen wird. Und da sehen wir hier auch zum Beispiel, von wem er angegriffen wird. Und wir sehen hier, er wird nur von den Top 10 Angriffen angegriffen. Und wir sehen hier auch, dass er Troll-Bases mit dabei hat. Er hat hier richtig gute Bases mit dabei. Aber er wird halt konstant von den Top-Leuten angegriffen. Er hat insgesamt nur 4 Angriffe selber gemacht. Dabei plus 50, plus 36.
34 plus 35 plus 50 Pokale geholt. Aber auch in der Defensive sehen wir, dass wir unglaublich viele Verteidigungen drin haben, obwohl er keine Angriffe mehr gemacht hat. Das muss Supercell unbedingt in den Griff bekommen. Wir haben hier den Platz 1 Clan Aleppo Warriors in der Clanstadt und die haben komplett sich geweigert, ein Wochenende lang anzugreifen. Und so sind sie von Platz 1 der Welt auf Titan 2 in nur einem Wochenende gefallen. Sie haben über 1000 Pokale abgezogen bekommen, weil sie nicht angegriffen haben. Und auch sie sind echt unglaublich sauer. Die Clanstadt muss unbedingt gefixt werden. Und ich glaube, da muss es echt so langsam funktionieren. Und ja, die Probleme dort sind leider auch sehr, sehr groß. Und ich kann die auch mal so ein bisschen an unserem Beispiel momentan zeigen. Denn wir sind ja auch auf jeden Fall nicht verkehrt. Wir sind eigentlich in der Top 10, aber wir haben hier einen Clan, der sich wieder auf Deutschland umgemünzt hat. Das heißt, ja, wir sind eigentlich ein Top 10 Clan. Wir sind bei 5400 Pokalen, was echt nicht verkehrt ist. Wir sind damit in den Top 100 global und das ist auf jeden Fall schon nicht schlecht. Und auch wir können uns einfach mal angucken, wen wir aktuell angreifen und wer uns angreift. Und da verstehe ich natürlich den Frust. Denn wir haben hier zum Beispiel frontale Faust gefaced. Und das ist natürlich ein Gold-1-Clan. Wir haben hier es geschafft, leider nicht den Two-Hit in Stadtgipfel, aber sonst komplett natürlich alles ohne Probleme in zwei Hits. Wir hatten dabei leider keine One-Hits, das heißt, das ging nicht, aber wir hatten natürlich keine Probleme, deren Basen anzugreifen. Und wenn halt solche Clans, die noch nicht mal mehr Stufe 8 sind, eine Max-Base angreifen müssen, dann sieht es ungefähr wie folgt aus. Und zwar sieht es dann ungefähr so aus, 7 Angriffe für einen einzigen Bezirk. Das tut natürlich schon echt weh. 2, 9, 18, dann 60, 84, 96 und dann endlich der 3-Sterne-Angriff. Und dabei verliert man natürlich absolut die Lust. Wir haben hier, ja, 2% geholt. Das heißt, wir haben hier die Gegner mit den Archern. Die sind sogar auf maximaler Stufe. Und ja, das tut natürlich einem schon weh, wenn man das so ein bisschen sieht. Auch hier die Zauber genutzt und ja, sie wissen halt einfach nicht, wie man dagegen angreift. Es ist natürlich auch echt eine Teaser-Base, die nicht so einfach anzugreifen ist, wenn man nicht weiß, wie. Ich könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr damit auch Probleme habt. Ich kann es euch sehr, sehr gerne erklären. Kleiner Tipp, Luftschiff und Rocketballons ist leider nicht der richtige Weg, das Ganze anzugreifen. Aber er ist zumindest ein bisschen nach vorne gekommen. Aber ja, wir sehen hier auf jeden Fall schon die Problematik. Sowohl in der Clanstadt als auch im Nachtdorf sind immens. Und wenn da Supercell nicht irgendwas am Matchmaking ändert und dann zum Beispiel ja über die Sommerpause einfach für circa 6 Wochen lang nicht da ist, dann wird es vielleicht die Nachtdorf oder auch vielleicht gegebenenfalls die Clanstadt nicht mehr so geben, wie sie es zurzeit ist. Und das wollen natürlich alle unbedingt vermeiden und deswegen nochmal der Appell an Supercell, bitte fix das Game. Ich kann da auf jeden Fall schon ein bisschen sagen, dass ich das ganze Feedback, was ich habe, auch an Supercell gegeben habe. Das ist ein super langes Dokument. Ich habe mir da wirklich richtig viel Mühe gegeben. Ich bin da auf jeden Fall schon mit den ja, wichtigsten Personen in Kontakt. Deswegen, falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, sowohl fürs Nachtdorf als auch für die Clanstadt, bitte unbedingt unten in die Kommentare. Ich werde dort dann auch nochmal die besten Vorschläge an Supercell direkt weiterleiten. Wir sind da momentan in regen Austausch. Auch sie wissen, sie müssen das Game irgendwie ein bisschen anpassen. Sie müssen die Probleme in den Griff bekommen. Und da könnt ihr natürlich als Community helfen. Und das wäre doch am besten, denn gemeinsam können wir das Problem am schnellsten fixen und Supercell dabei unterstützen. Und wir profitieren davon, dass wir zumindest hoffentlich dann wieder ein nices Matchmaking haben. Das war's auch schon mit diesem Video. Echt ein super krasses Video. Gerne Feedback unten in die Kommentare. Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat und ihr davon noch nicht wirklich was mitbekommen habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, haut rein und tschüss.